Hi und damit herzlich willkommen zur 9. Folge von Minecraft mit Janosch. Viel Spaß! So und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen Tag in Minecraft. Heute gibt es die erste richtige, vielleicht richtig erste Action. Und zwar, wir besuchen einen Außenposten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Scheiß überlebe. Aber wir werden es versuchen. Das Problem ist, ich glaube, wenn man den Außenposten angreift, hat man danach einen Fluch. Und dann wird man überfallen auf seiner Insel oder auch bei seinem Dorf. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das auf meinem Dorf zählt. Oder auf dem nächsten Dorf, wo ich hingehe. Weil ich will ja irgendwann noch Villager holen. Aber das vergessen wir jetzt einfach mal ganz, ganz schnell. Ich habe wirklich Bock, dahin zu gehen, ein bisschen Action zu machen. Ich habe eine komplette Eisenrüstung mehr gemacht. Ich hätte auch ein bisschen Gold noch reinpacken können. Ich habe mir gedacht, komm, egal. Sparen wir mal das Gold. Ich hätte mir ein Goldschwert machen können, aber ja, egal. Aber was ich noch sagen wollte, das ist jetzt die 9. Folge. Eigentlich habe ich eine andere 9. Folge aufgenommen, wo ich was gebaut habe. Ich werde euch noch nicht sagen, was. Ich fühle das zwar nicht so, aber es muss. Ja, ich will das eigentlich nochmals bauen. Das Ding ist aber, es war ja scheiße gebaut. Zudem muss ich sagen, dass ich im Kreativmodus abgebaut habe. Also ich habe jetzt dadurch keinen Vorteil oder so. Ich habe das einfach nur abgebaut, damit es schneller geht. Das soll ich einfach mal so erwähnt haben. Ich hoffe, ihr sagt nicht, dass ich gecheatet habe oder so. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich mehr Blöcke jetzt habe. Also es wäre mir jetzt neu. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch sehr überrascht, dass es wirklich nur diese Bäume gibt. Ich meine, ja, ich finde die Bäume schon cool. Aber so ein paar Fichtenbäume oder so wären... Ah, da oben ist sogar eine Fichte. Also wären jetzt auch nicht verkehrt. Ganz ehrlich gesagt. Ich brauche leider ein bisschen was zu essen hier. Ich weiß, ich sollte das Schwert eigentlich sparen, aber ich brauche ein bisschen was doch dabei. So ein bisschen einfach ein paar Nahrungsmittel. Ich versuche jetzt auch, also ich habe mich ja Offcam vorbereitet auf diesen Kampf hier. Einfach auch aus dem Grund, weil ich nicht mehr so viele Timelapses einblenden will. Ich habe kein Bett mitgenommen, perfekt. Ich will nicht mehr so viele Timelapses einblenden, weil ich das einfach nicht mehr so fühle, beziehungsweise irgendwie finde ich es auch scheiße. Wenn da eine 2-Minuten Timelapse ist mit Musik und so, klar, ich habe mir auch schon überlegt, Witze und so zu erzählen über die Zeit. Aber ich muss da noch schauen, wie ich das genau mache. Ich glaube, man sieht ihn schon, den Außenposten. Ich hoffe mal, die machen mir nicht allzu viel Schaden, aber ich weiß, dass sie extrem viel Schaden machen können. Ja, wir werden es einfach mal versuchen. Ich meine, dein Gesicht. Ah, da ist die Hexe. Da werde ich mich nicht zu nah nähern. Ich brauche halt noch ein bisschen Essen, dass ich ein bisschen ausgerüstet bin. Damit wir da voll rein können. Und. Ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr zu reden und so. Ich meine, ich kann mir jetzt auch Besseres vorstellen in dem Moment, weil ich habe den ja, perfekt vergiftet. Ich meine, ich hatte jetzt heute Schule, heute bin ich jetzt nicht so müde, wie ich sonst bin, aber es ist doch ein bisschen mühsam. Da vorne ist der Außenposten ja schon. Ich hoffe, es ist ein Außenposten überhaupt, aber ich glaube schon. Und... Ja, ich habe auch die Cam ein bisschen anders, das ist ein bisschen eine andere Art von Cam. Ich hoffe, also, ja, jetzt sollte eigentlich wieder alles funktionieren. Ich hatte ein paar WLAN-Probleme, ja. Das habt ihr im letzten Video gesehen, wo ich den Dings gebaut habe, den Grabstein-Dingsbums da. Was ist denn das? Das Denkmal-Grabstein. Ich habe ein paar Probleme, deshalb muss ich das Video ein bisschen kürzer halten. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht... Na, perfekt, es wird Nacht. Ich hätte wirklich ein Bett mitnehmen sollen. Weil das ist jetzt extrem scheiße. Ich bin vorher auch wirklich richtig... Mein
Ich bin ja schon hier. Oh mein Gott, Digga. Jetzt ist die Frage, warte ich bis morgen, mach einen Cut? Oder greife ich in der Nacht an, weil ich sehe die halt nicht so gut. Aber warum habe ich kein Batman? Ich habe... Oh, hier gibt's Eichen, Digga. Finde ich auch ganz sympathisch, Digga. Wir bauen. Wir kaufen uns schnell ein Bett. Wir gehen hier hin. Bauen wir uns halt so schnell ein Bett, Digga. Aufgeschissen. In der Wildnis übernachten macht auch Spaß, Digga. Gut. So, jetzt bauen wir das auch ab und da machen wir wieder den hier. Gut. Ich weiß nicht, wenn ich den Eisengolem frei raushole, hilft er mir dann oder nicht? Okay. Wir müssen uns einen günstigen Angriffspunkt setzen. Dass wir ein wenig Highground haben, weil die haben auch Bögen und so. Darum, verdammt, geh hier rauf. Deshalb macht es jetzt nur Sinn. Wo ist der da? Der ist da vorne. Ich bin ein bisschen rumgelaufen. Also macht es jetzt auch nur Sinn. Da muss das heißen. Macht es auch nur Sinn. Oder wie ich. Ja. Kriegst du irgendwo einen Setzling vielleicht raus? Ja, das brauche ich nicht. Weil ich hätte schon Bock auf einen Fichtenbaum auf meiner Insel. So ein Baum ist immer ein bisschen blöde. Was mache ich hier eigentlich, Digga? Na egal. Ich habe keinen Knochen, Digga. Perfekt. Ich hab wirklich Angst. Also das ist da jetzt, glaube ich, ein gefährlicher. Momentchen mal. Was ich komplett am Arsch bin. Ich weiß halt nicht, wann die mich genau angreifen. Ob die mich überhaupt angreifen, wenn die mich sehen? Oha, oh, beruhig dich, beruhig dich. Bam! Bisschen einfach so. Bam! Bam, Digga. Okay, ich versuche den... Ah, gut, perfekt. Das ist wirklich dieser gottlose Weg, den ich hier gerade gehe. Jetzt gehe ich in den Lowground, perfekt. Durch den Eisengolem zu befreien. Ich hoffe, er hilft mir ein bisschen. Vielleicht kommt er dann mit mir mit. Okay, die checken es nicht. Digga, wenn der Hurensohn mich angreift, ich piss mich direkt. Oh, ich bin so ein Stück Scheiße. Und natürlich habe ich wieder keine Axt dabei. Hilft er mir? Hilfst du mir? Weißt du auch nicht genau? Ja, ich auch nicht, Digga. Digga. Oh Gott, hoffen sie ganz OP, Digga. Was ist hier? Fuck, Digga. Ich will hier weg, ich will hier raus, Diggi. Was habe ich jetzt? Oh, ich habe... Habe ich jetzt das Tod in der Unsterblichkeit? Nein, das habe ich noch nicht. Okay. Okay. Ja, ich weiß, vielleicht ein bisschen langweilig hier, aber ich muss ein bisschen taktisch spielen.
Das ist auch ganz sympathisch. Oh mein Gott, er hilft mir, ja, Digga. Er hilft mir. Oh mein Gott, er hilft mir einfach, Digga. Du Hurensohn, Digga. Lass meinen Eisengolem in Ruhe. Er hilft. Sili, verpiss dich, Digga. Und ich bin wieder am Arsch vor. Ja, das. Ich habe leider den Eisenbullen getroffen, der hat mich angegriffen, dieser Hurensohn. Ich habe ihn befreit. Perfekt. Ich lieb's doch, Diggi. Einfach ein Häschen. Ja, ich muss jetzt irgendwie zum Wasser kommen. Ach, da vorne. Gut, ich laufe jetzt kurz zum Wasser, lauf zu mir zurück und dann, ja. Bin ich wieder für euch da. So, Leute, ich bin wieder da. Keine Ahnung, Digga, ich bin jetzt Ewigkeiten rumgelaufen. Oh, per Zufall habe ich sie gefunden, perfekt. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gestorben bin. Auch hier vorne. Oh mein Gott, auch alles hier. Perfekto, Digga, alles noch hier. Schild kommt da. Hose kommt da. Ja, dann tue ich mir das halt raus. Essen ist wichtiger. Ja, haben wir das schon erledigt hier? Ich glaube, unser Freund hat hier alles. Ich glaube, unser Freund hat hier alles für uns geregelt. So, jetzt müssen wir. Mach das noch einsammeln. Ja, ich denke, unser Freund hat ja alles erledigt. Dankeschön. Eisengolem. Jalla, gehen wir da nach oben. Bam, bam, bam. Ui. Ja. Pilze weg. Bam, bam. Nehmen wir die Pilze mit anstatt Essen. Die Pfeile können wir auch mitnehmen. Nehmen wir das mit. Das tun wir. Genug Blumen auf der Insel. Die Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln. Ja, komm. Ja, Budis haben wir erobert. Ich, war jetzt nicht so schwierig. Nein, aber dank dem Eisengolem auf jeden Fall. Ja, das kann ich auch nicht aufnehmen. Ja, egal. Danke Eisengolem, danke vielmal. Ich glaube, ich habe kein Eisen dabei. Tut mir wirklich von Herzen leid. Ich habe leider nichts dabei, was ich dir geben kann. Tut mir gerade ein bisschen leid. Aber ich habe dich wenigstens befreit. Freunde, wo du mich vorher getötet hast. Ja, danke. Gut. Das war jetzt doch sehr schnell. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da hinten noch ein Dorf irgendwo gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo es genau ist. Aber ich habe eins gefunden. Oh mein Gott. Das ist ein Esel. Ist auch egal. Ich habe irgendwo eins gefunden. Ein Dörfchen. Da könnte ich eigentlich mal hingehen. Denn ich habe ja keinen Fluch auf mir. Somit. Auf ganz entspannt. Ich meine. Ich kann eben wieder für das Holzschwert, ja. Bisschen Essen und zusammen. Mäh. Nein, aber ich weiß. Also. Ja. Ich denke mir, ich beende das Video hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat natürlich euch gefallen. Und ja.
So, und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ich mich sehr, 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 sehr über dich freuen. Und ciao. Euer einfach Janosch. Ciao.